Hallo zusammen, heute gibt es Lemon Curd. Dazu benötigt man 55 Gramm Butter, 80 Milliliter Zitronensaft, 3 Eier, 150 Gramm Zucker und einen Teelöffel abgeriebene Zitronenschale. Und los geht's! Der Zitronensaft wird mit den Eiern und dem Zucker vermengt. Die Masse wird dann unter stetigem Rühren etwa 10 Minuten über einem Wasserbad erhitzt. Dabei müsst ihr beachten, dass der Topf das Wasser im unteren Topf nicht berührt. Damit die Masse schneller abkühlen kann, fülle ich sie in eine andere Schüssel um. Wenn die Masse nicht mehr ganz so heiß ist, wird die Butter und die Zitronenschale untergerührt. Wenn alles gut vermengt ist, wird Frischhaltefolie direkt auf die Masse gelegt, damit sich keine Haut bilden kann. Das Lemon Curd wird nun so lange kalt gestellt, bis es eine cremige Konsistenz hat, ähnlich wie Marmelade. Lemon Curd kann man als Brotbelag benutzen oder auch als Füllung für Kuchen, Cupcakes und Muffins, aber auch für viele weitere Dinge. Ich hoffe, ihr probiert es mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.